Hi, hier ist Marc von Velonatur, ihr kennt mich von Fahrtechnik.tv. Hier gibt es jetzt mal ein bisschen auch meine Meinung. Und zwar heute das Thema schwere Bikes, schwere Enduros. Ist das sowas von gestern? Leicht, muss alles leicht sein? Ist jetzt schon fast eine rhetorische Frage jetzt. Und ich möchte euch ein bisschen was aus meiner Vergangenheit erzählen, welche Erfahrungen ich dazu gemacht habe, wie ich die aktuellen Trends sehe. Und unterwegs bin ich mit meinem 20 Kilo Bike aus Stahl. Also, das ist kein Motor, das ist eine Nabenschaltung, die Roller. Nicht, dass ihr jetzt denkt, ja, der alte E-Biker, der mag. Ihr seht, ich wohne nicht im Flachland. Hier sind überall Berge im Hochsauerland. Jetzt seht ihr, da ist der Olsberg. Und das ist quasi so, das ist nicht mein Hausberg, aber den Berg, den ich immer gegenüber sehe. Wenn ich aus dem Fenster schaue und mir denke, da oben zum Kreuz, da will ich hin. Liebe Leute, schweres Bike, den Berg hoch, also wir sind jetzt mitten im Winter. Das nutze ich, den hart gefrorenen Boden, um schön Trail zu fahren. Ich bin aber in letzter Zeit nicht ein schweres Stahlrost gefahren, sondern entweder mein Hardtail, mein Einrad, die leichter, oder ein E-Bike zum Pendeln zur Arbeit oder für ein Fotoshooting. Und das war zwar noch schwerer als dieser Eisendrahthaufen, den ich jetzt hier die Siedlung hoch wuchte, hat aber einen Motor. Viele denken ja, das wäre ein Motor, ist aber eine Schaltung, die ich seit 2003 fahre, das ist die Roloff. Und ja, hilft mir mit einem leichten Gang. Weil das Fahrrad so schwer ist, habe ich von Anfang an die 14-Gang-Schaltung, damit ich vorne ein Kettenblatt, früher dann natürlich mit Kettenführung beim Downhill und so, fahren kann. Und mache mir jetzt hier einen leichten Gang rein, mal den ersten. Und so, erster Gang sitzt und da oben will ich hin, Asphalt ganz kurz, dann geht's auf den Schotter. Dämpfung habe ich jetzt auch nicht blockiert oder so, und das sind diese fiesen kleinen Steinrampen. Also seht ihr schon, ihr merkt das aus der Kameraperspektive, ich hänge weit vorne auf der Sattelspitze, Gesicht runter, damit mein Vorderrad am Boden bleibt. Oh, jetzt geht's auch noch über Eis. Oh, das ist natürlich nett, ich suche mal eine andere Linie. Ja, hier ist besser. Und es ist sehr steil. 20 Kilo, ich bin nicht sonderlich gut trainiert. Denk nicht, ich will mich hier rühmen. Sitze am Tag im Büro. Jetzt im Winter viel. Oh, hier ist aber Eis. Hier ist ja nur Eis, okay. Boah, Scheiße. Da muss ich drum herum fahren. Warum wiegt mein Bike denn so 20 Kilo? In einem anderen Video erzähle ich euch mal die ganze Story von dem Fahrrad. Aber jetzt mal Kurzversion. Das sollte stabil sein damals. Den Lenker hatte ich von meinem Dirtbike aus Stahl. Angst vor Lenkerbrüchen, die ich live miterlebt habe bei anderen. Die Kurbeln waren auch von meinem alten Bike. Ich habe Downhill-Schläuche drin, weil ja, ich hatte auch keinen Bock auf Platten. Und das ist alles aus Stabilität. Die Rodorf ist auch nicht so leicht wie Single Speed, sagen wir es mal so. Und deswegen 20 Kilo. Aber 36er Blatt vorne. Das heißt, 14 Gänge, erster Gang ist so leicht. Ich komme ja auch die steilen Berge hoch. Bin damit auch schon ein paar Rennen gefahren. Zum Beispiel Cross-Country-Rennen bei 37 Grad in Saalhausen, Marathon, die kleine Runde, 45 Kilometer. Ich war damit auch auf einem richtigen Berg, das war der in Steiermark. Ja, und sonst habe ich halt zum Beispiel bei einem Downhill-Rennen in Oberberg, also im Winter-Downhill-Cup, bin ich einmal hochgefahren. Haben die anderen auch geguckt. Also auch ein schweres Bike will mal schnell hochfahren. Und jetzt gerade nicht steil. Man hat noch ein bisschen Aussicht. Und ich gehe mal kurz in den roten Bereich. Und dann wieder chill. Es wird erstmal steil. Der Puls geht hoch. Oh. Wo ist mein E-Bike? Oh. Fuck. Das E-Bike wiegt 23 Kilo. Das hier 20. Tja, den Unterschied macht der Motor. Ah, oh, fuck it, ey. Turbo. Man muss auch im Winter ein bisschen leiden können. Und auch den Grip bewahren. Oh. Vorderrad am Boden. Hinterrad mit Grip. Ich sterbe. Come on. Ha. Weggerutscht, scheiße. Ich glaube, dann hätte ich es vielleicht geschafft. Ja. Komm, wieder drauf, komm.
Komm wieder drauf. Komm bis zum Kreuzfahren. Also, Gesicht nach vorne, Traktion suchen. Fast am Kreuz. Ein Wanderschild. 701 Meter über dem Meeresspiegel. Fuck it! So, die letzten Meter. Und die Aussicht genießen. Der Olsberg. Unendliche Weiten. Und da sind wir. Danke, Polko 20 Kilobike. Danke, Rudolf. Mit schwerem Fahrrad auf den Berg gefahren. Also, ich möchte, wie gesagt, euch leichte Bikes nicht schlecht machen, weil die Magazine immer so tun, oh, das eine Enduro-Bike im Test wiegt 14 Kilo und nicht 12 oder vielleicht 15 Kilo. Oh mein Gott, damit kommt man keinen Berg mehr hoch. Dann möchte ich sagen, hey, mal locker bleiben. Auch alle, die noch vielleicht ein Rad fahren, was ein bisschen mehr Gewicht hat, weil es einfach stabil sein muss, auch für einen Bikepark oder einfach ein bisschen älter ist, wer weiß. Oder ja, diversen Gründen, etwas schwerer ist, dann kann man einfach sagen, habt auch damit euren Spaß. Es hält euch fit, sowohl so körperlich, ihr habt gemerkt, ich musste leiden gerade berghoch, aber das macht mich fit und auch so ein bisschen mental, weil man hat diese Einstellung, okay, mein Bike ist einfach nur kacke schwer und der Berg ist hoch noch, aber ich will weiterfahren. Das heißt, da gibt es keinen Absteigen oder so, da muss man einfach, dann ist man gezwungen. Okay, genießt die Aussicht. Das war meine Meinung zum Thema schwere Bikes, leichte Bikes im Enduro-Bereich. Kann ich vielleicht auch ein Freeride-Bike fahren mit einer Bergauf-Übersetzung und dann brauche ich nicht ein Enduro. Wer weiß, Stabilität ist für viele auch wichtig. Und ja, genießt euer Rad, habt Spaß. Wir sehen uns im nächsten Video von Velo Natur. Wenn ihr noch mehr sehen wollt von meinen Vlogs, meiner Meinung und alles so, dann abonniert bitte, das wäre cool. Und schaut auch mal meinen Kanal Fahrtechnik TV, da gibt es auch mal weitere Tipps.